Die Fritsch-Kaserne in Koblenz soll ein neuer Stadtteil werden. Das dort engagierte Unternehmen ist in der Stadt gut bekannt. Unser Unternehmen kennt man eigentlich hier im Koblenzer Raum am ehesten aus dem Musikerviertel oder bei uns heißt das Projekt Dreiklang in Oberwerth. Da haben wir auf dem ehemaligen Universitätsstandort ein neues Quartier entwickelt. Ein Quartier entwickeln heißt, dass wir einen Standort haben, eine größere Fläche, die einer neuen Nutzung zugeführt wird. Quartiere kann man natürlich dann unterschiedlich interpretieren oder gibt es auch in unterschiedlichen Ausprägungen und Größen. Jetzt am Beispiel Musikerviertel auf dem Oberwert ist es so, das war ein ehemaliger Universitätsstandort, der wurde aufgegeben. Seitens des Landes wurde dieses große Grundstück dann verkauft, das waren ca. 30.000 Quadratmeter. Die Stadt Koblenz hat dazu einen Bebauungsplan aufgestellt und wir als BBD, als Unternehmen, haben dieses Areal in einem Wettbewerb erworben und haben dann den kompletten Rückbau der alten Gebäudesubstanz vorgenommen und dann neue Bebauung dort entstehen lassen. Ein Quartier zu entwickeln erfordert eine intensive Planung in vielen verschiedenen Bereichen. Also eine solche Aufgabe wie eine Quartiersentwicklung in der Fritsch-Kaserne ist natürlich nochmal viel breit gefächerter. Die Aufgabenstellungen sind hier auch noch etwas größer als jetzt beispielsweise im Musikerviertel, weil in der Fritsch-Kaserne ist auch noch der Bebauungsplan zu erstellen. Da werden sehr viele Fachbeiträge zu gemacht und verschiedene Gutachten erstellt werden müssen. Man muss eine Abrissplanung machen für die alte Gebäudesubstanz. Es wird die neue Ersterschließung geplant und umgesetzt werden müssen. Das heißt, neue Straßen, Plätze, Grünanlagen werden gebaut. Und das sind alles die Dinge, die quasi alles über den Quartiersentwickler laufen, gemeinsam mit der Stadt. Dazu gibt es städtebauliche Verträge, die mit der Stadt geschlossen sind oder werden, wo diese ganzen Dinge dann festgehalten werden. Bei uns ist es so, dass wir damit sehr viel Engagement dran gehen und auch einen gewissen Anspruch natürlich haben an diese Quartiere, die wir entwickeln. Und unser Leitsatz versinndeutlicht das vielleicht am meisten, der heißt Gestaltung lebendiger Räume. Das ist eine große Aufgabe und das ist aber ein Ziel, das wir verfolgen und ganz besonders auch in der Fritsch-Kaserne wollen wir hier wirklich ein zukunftsfähiges, besonderes Quartier schaffen. Lebendige Räume, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Wie geht man da am besten vor? Also als erstes versucht man natürlich erstmal die ganzen Dinge, die man heute kennt und die Erfahrungen, die man heute hat, das Wissen, was man heute hat, aus der Stadt Koblenz selber, aber auch aus anderen Kommunen und aus anderen Projekten heraus natürlich aufzugreifen und zu verarbeiten. Und damit hat man ja einfach von vornherein schon mal jetzt ein aktuelles Konzept, was schon mal auch auf die Bedürfnisse ausgerichtet ist, die man jetzt aktuell kennt oder die man heute trendmäßig auch erkennen kann. Ansonsten ist es, denke ich, bei solchen langläufigen Projekten halt wichtig, dass man auch natürlich eine gewisse Flexibilität erhält. Das kann man in verschiedenen Stellen machen, dass man zum Beispiel bei der neuen Erstellung der Straßen beispielsweise zusätzlich Leerrohre versieht, dass man künftig weitere Stromkabel oder Telekommunikationskabel einziehen kann. Das kann man dann bei den Gebäuden planen und umsetzen, dass man versucht dann eine Drittverwertbarkeit zu bekommen. Man kann das bei der Mobilität umsetzen, dass man Elektromobilität ermöglicht und vorplant, dass man spezielle Formen von der Mobilität und der Stellplatzthematik umsetzt. Immer wissend, dass sich diese Dinge dann halt auch in den nächsten Jahren halt nochmal ändern oder können oder sich weiterentwickeln werden und dass man dann auch dann bei Zeiten gemeinsam mit der Stadt auf sowas reagieren muss. Um eine gute Planung vorzulegen, sind verschiedene Aspekte zu bedenken. Ich glaube, im Wesentlichen geht es darauf, dass man versucht, für den Nutzer zu planen. Und zwar auch aus dem seiner Sicht heraus, dass man sich überlegt, was sind denn eigentlich meine Nutzer, die hier hinkommen? Welche Ansprüche habe ich an den öffentlichen Raum? Welche Ansprüche habe ich an die Gebäude? Welche Ansprüche habe ich an die Infrastruktur, die hier entstehen muss? An Gestaltung lebendiger Räume in Form von, wie schaffe ich Aufenthaltsräume? Wie schaffe ich Treffpunkte? Wie schaffe ich Angebote? Sowohl in den öffentlichen Bereichen wie Plätze, Grünanlagen, als auch in den Gebäuden. Und das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir versuchen, da sehr weit vorausschauend zu denken und wirklich die Nutzerbrille halt immer aufzusetzen. Neue Erkenntnisse fließen in die Planungen ein. Identität in einem Quartier entsteht halt einfach durch Vielfalt.
In der Vergangenheit hat man das auch an verschiedenen Stellen, auch in anderen Städten halt erlebt, dass man beispielsweise reine Bürostädte entwickelt hat oder reine Wohnstandorte entwickelt hat. Und man ist heute bei der Erkenntnis, dass einfach diese Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Leben, öffentlicher Qualität und Aufenthalt, dass das eigentlich das ist, was die Menschen suchen und was auch diese Quartiere und diese Umfelder dann interessant machen. Und zwar nicht nur für das, was neu entsteht, sondern auch für das bestehende Umfeld. Weil wie immer werden solche Quartiere natürlich auch umgesetzt in Bereichen, wo es Nachbarschaften gibt. Und diese Nachbarschaften haben auf der einen Seite natürlich die Sorge, was kommt denn da Neues? Aber auf der anderen Seite haben diese Nachbarschaften natürlich auch damit immer wieder Chancen, weil neue Angebote entstehen, von denen die Nachbarschaften sehr deutlich profitieren können. Natürlich gilt es auch, die Geschichte des Ortes zu bewahren. Also wir machen uns auf jeden Fall Gedanken darüber, wie man gewisse Elemente aus dem Altbestand halt nutzen kann. Bei den Gebäuden ist es leider sehr schwierig. Die Gebäude sind sehr alt, stehen sehr, sehr lange schon leer, sind teilweise in einem baufälligen Zustand, sodass wir hier an der Stelle dann auch die Entscheidung getroffen haben, auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen und Gutachten, dass der Gebäudebestand zurückgebaut wird. Wir werden jetzt hier ein Gebäude temporär noch einige Jahre nutzen fürs Quartiersmarketing und für uns als Bürostandort, damit wir von hier aus dann auch agieren können. Aber das wird dann halt auch nur eine temporäre Nutzung sein und es wird dann künftig einem Neubau weichen müssen. Wir werden weiter über die Planungen auf der Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg berichten.